Also mein Name ist Rainer Opolka, ich bin Taschenlampenfabrikant und Buchautor und Künstler. Und was stellt eigentlich dieses Projekt dar? Also die Grundidee ist, ich wollte zeigen, was in einer Gesellschaft passiert, wenn die Strukturen von Zusammenhalt und Solidarität zerbrechen. Die Wölfe sind düster, aber das Ergebnis wäre dann genauso düster wie die Wölfe. Also wir haben ja verschiedene Grundideen. Auf der einen Seite möchte ich anregen, ich möchte aber auch aufklären. Aber eine Kernidee ist die, ich möchte die Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Sehen Sie, wir haben zum Beispiel da vorne einen Diskussionsort und wenn wir hier mal schauen, da sind fast 15, 20 Menschen, die miteinander ins Gespräch gekommen sind. Das möchte ich bewirken, dass Menschen über die Problematik sprechen und dass wir alle wieder etwas politischer werden. Und Dresden, das möchte ich nochmal betonen. Dresden habe ich immer wieder, und ich war oft in Dresden, im Kern als eine tolerante und weltoffene Stadt erfahren.